Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute eine coole App vorstellen. Es heißt Absolute Simulator Helikopter. Sie ist im App Store für 4,49 Euro erhältlich und es handelt sich hierbei um einen Helikoptersimulator, was zum Üben sehr geeignet ist für einen richtigen Helikopter. Man muss dazu sagen, gesteuert wird diese App auf einer Art RC-Fernsteuerung am iPad und nicht wie die anderen professionellen Programme mit USB, mit einer richtigen RC-Fernbedienung. So, schauen wir uns mal die App an. So, wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein paar Mal im Vorhinein probiert, wie es sich steuern lässt und so weiter. So, jetzt sind wir im Menü. Hier sehen wir dann die Einstellungen, was wir zur Verfügung haben. Hier können wir das Modell wählen. Klicken wir mal drauf. So, ein paar Modelle sind für 4,49 Euro schon freigeschalten, aber nicht alle. Also sind einige Modelle zu bezahlen. Hierbei können wir auch mit Boote fahren, mit Modellfliegern. Zum Beispiel hier sehen wir auch, dieser Flieger kostet zusätzlich zu dem App noch 2,69 Euro. Dann kann man dieses Modell verwenden. Ich habe mir schon ein paar Modelle freigekauft. So, schauen wir zurück zum Menü. Hier können wir zum Beispiel den Controller-Sensibilität einstellen, also High, Medium und Low. Bei Low ist es sehr gut zu fliegen für Anfänger, aber man kann hier auch keine Loopings fliegen oder sonstige Kunststücke vollbringen. Bei Medium geht es schon ein bisschen leichter und bei High ist man so flexibel, da kann man alles Loopings, Pirouetten, was man will, fliegen. So, hier kommen wir nicht raus, gehen wir mal Medium. Dann kann man auch die Flugfelder auswählen, wo man fliegen möchte. Sind auch nur zwei dabei, was gratis sind. Die anderen, was man noch fliegen will, muss man auch wieder freikaufen. Auch wieder für 2,69 Euro. Zum Beispiel dabei ist dieses Flugfeld gratis und dieses ist gratis dabei. Dieses ist auch noch gratis. Entschuldigung, ich habe mich zu vorhin versprochen. Drei Felder sind im Preis von 4,49 Euro dabei. Schauen wir weiter ins Menü. Man kann auch den Wind auswählen, dass es ein bisschen realistischer wirkt im Flugmodus. Also wo der Wind herkommt, die Stärke des Windes und so weiter. Dann kann man noch gewisse Objekte einblenden lassen, zum Beispiel Trainingspads. Das sind auf dem Boden befestigte, wo ein Haar drin ist, so Landefelder. Sind drei Stück dann in dem Spiel vorhanden. Dann gibt es noch Landing Challenges, also da stehen dann verschiedene Tische herum, wo man den Helikopter drauf landen kann. Oder man kann diese Option auch komplett ausschalten. Wieder mit Trainingspads. Oben startet man die App dann. Hier kann man den Controller-Mode auswählen, wo zum Beispiel die Gas oder der Pitch gesteuert wird, heißt Gas. Ob man das auf der linken Seite haben will oder rechts und so weiter. Da kann man dann verschiedene Modis auswählen zur Fernbedienung. Da gibt es dann noch eine Hilfe für die Controller. Da wird dann genau erklärt, wo ist das Gas, wo vorwärts, wo rückwärts, seitwärts und so weiter.
Dann kann man noch auswählen, den Kamerazoom, ob der Hubschrauber mit einer Kamera verfolgt wird oder ein bisschen näher ran, weiter weg und so weiter. Wir haben jetzt Zoom 1 oder keinen Zoom oder überhaupt Folgen. Wählen wir mal Zoom 1. So, schauen wir uns jetzt mal den Flugmodus, also wie es dann wirklich aussieht in der App an. So, als erstes, wenn wir gestartet haben, sehen wir mal, es wird noch einmal alles erklärt. Also hier sehen wir, wo ist Gas zu geben und so weiter. Rechts, vorne, hinten, seitwärts. Unten sehen wir dann noch die kleine Kamera, was wir vorhin eingestellt haben, Zoom 1. Das fällt dann weg, wenn wir das ausgeschaltet haben. Oder wenn wir folgen, sehen wir dann den Helikopter viel größer. Oben haben wir eine Reset-Taste, also wenn wir mal abgestürzt oder abstürzen werden und wir sehen sie im Vorhinein, dann können wir hier schon resetten. Und legen wir mal los. So, wenn ich einmal antippe, ist dann auch die Erklärung weg. Ich habe bei meiner Belegung Mode 2, also auf der linken Seite Gas und Gas zurück. Seitwärts und rechts, und da ist die andere Belegung. So, heben wir mal mit dem Modell ab und fliegen eine kleine Runde. Wir haben jetzt die Steuerung in O, und wie ihr sehen könnt, wenn er abstürzt, ist auch beschädigt der Helikopter, man muss neu anfangen. So, starten wir nochmal. Wir haben ja im Menü eingegeben, die Kontrollebelegung soll mittel sein. Also man kann schon ein bisschen mehr machen als wie bei Low. Ich finde die App eigentlich sehr gelungen. Bisschen gewöhnungsbedürftig wird das sicher sein mit den Sticks. Es ist schon ein Unterschied zu einer richtigen RC-Fernbedienung. Aber ich finde, wenn man sich mal gewöhnt hat an die Steuerung, lässt sich eigentlich der Helikopter sehr gut fliegen. Und ja, ist vielleicht ein netter Ausgleich für den Winter. Oder auch nur zum Spaß. So, fliege ich noch zurück. Oder fliegen wir noch einen Looping. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Flieger an, wie sich der fliegen lässt. So, geht eh nur der Select und starten wir. Wir sind immer noch im Controller Mode 2. Hier ist auch wieder links Gas. Kurze Erklärung, ist vor dem Start erfolgt. Und wir lassen den Flieger mal abheben. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Wenn man zuvor. Oh ja, auch schon abgestürzt. Aber wenn man ein bisschen geübt hat, dürfte dann das kein Problem sein. So. Ja. Und dann würde ich noch sagen, wir schauen uns das Boot auch noch an. Okay. Auch starten. Wie ihr könnt wieder die gleiche Vorschau, wie der Controller funktioniert. Ja. So, mein Fazit zu dieser App: Ich finde es schon eine gelungene App. Der Preis ist auch okay. Steuerung vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich mal eingewohnt hat auf die
auf den Touch, dann ist es wirklich eine gelungene App. Ja, danke fürs Zuschauen und mir würde freuen, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.